herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Unser Land hat in Europa für großes Aufsehen gesorgt. Ist das nicht ein Satz, der das patriotische Herz stolz anschwellen lässt? Österreich hat in Europa für großes Aufsehen gesorgt. Wir sind wieder wer. Denn Österreich hat letzte Woche ein Veto gegen die Erweiterung der Schengen-Grenze um Rumänien und Bulgarien eingelegt. Wobei, außer den Niederlanden gibt es eigentlich keinen Staat, der Österreichs Position teilen möchte. Ja, wir stellen uns daher jetzt quasi gegen ganz Europa. Als wir das letzte Mal probiert haben, hatten wir noch die Wehrmacht an unserer Seite. Wobei man zugeben muss, das europäische Asylsystem wird für Österreich tatsächlich zur immer größeren Herausforderung. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich in der Pressestunde letzten Sonntag besorgt gezeigt. Wir reden in Österreich schon weit über 100.000 Asylanträge. Die Zahl bringt man fast gar nicht raus. Ja. 100.000, also eigentlich gar nicht so eine schwere Zahl. Wenn auch freilich keine allzu schöne. Innenminister Gerhard Karner argumentiert jedenfalls, Rumänien und Bulgarien seien noch nicht bereit für den Schengen-Raum, weil sie ihre Grenzen noch nicht gut genug schützen könnten. Ja, und die ÖVP achtet ja immer ganz genau darauf, dass die Grenzen eingehalten werden, also außer natürlich bei den Wahlkampfkosten. Ob Österreichs Veto sachlich gerechtfertigt ist und auch nur irgendetwas zur Lösung der Probleme beitragen kann, ist mehr als umstritten. Österreichs Veto oder wie es Außenminister Schallenberg formuliert, ganz offen, das ist schlicht und ergreifend, das war ein Hilferuf in gewisser Hinsicht. Sozusagen ein Houston, we have a problem that we want you to deal with. Und mehr ist es nicht. Aha. Und was ist das für ein Problem, das die ÖVP hier anspricht? Genau, die Umfragen zur niederösterreichischen Landtagswahl Ende Jänner schauen für die Partei derzeit nicht allzu gut aus. Es gilt daher zuerst, das Wahlvolk zu begeistern. Ich meine, außerdem wird ja wohl jeder verstehen, dass die Zukunft Bulgariens vor allem von den Umfragewerten für Johanna Mikl-Heidner abhängt. Ich meine, so funktioniert halt Politik auf europäischer Ebene. Und wie haben eigentlich Bulgarien und Rumänien Österreichs Veto aufgenommen? Rumänien hat mit diplomatischen Konsequenzen reagiert. Es hätte allerdings wesentlich mehr Wirkung gezeigt, wenn die rumänische Regierung nicht den Botschafter abgezogen hätte, sondern alle 24 Stunden Pflegekräfte. Übrigens besonders erstaunlich, das Veto hat auch innerhalb der SPÖ zu Streitereien geführt. Denn Parteichefin Randy Wagner hat zur Überraschung aller auf den ÖVP-Kurs eingeschwenkt. Ganz im Gegensatz zu Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Ja, wer kennt nicht das alte Sprichwort, zwei SPÖler, drei Meinungen. Fassen wir zusammen, die ÖVP hat mit ihrem Veto für Turbulenzen innerhalb Europas, innerhalb der eigenen Partei, innerhalb der Regierung und auch innerhalb der SPÖ gesorgt. Ja, nur innerhalb der FPÖ gibt es in dieser Sache keine Turbulenzen. Katar ist derzeit nicht nur Veranstalter einer umstrittenen Wüsten-WM, sondern hat auch dafür gesorgt, dass die Europäische Union nun moralisch am Sand ist. Die EU ist nämlich in einen Korruptionsskandal verwickelt. Im Mittelpunkt steht eine der 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des EU-Parlaments, Eva Kaili, Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion. Und ja, da soll noch einmal einer sagen, Korruption hat ein hässliches Gesicht. Kaili steht im Verdacht, vom Wüstenstaat bestochen worden zu sein, damit sie gute Stimmung für Katar macht. Kailis Bestechungssumme hat laut aktuellem Ermittlungsstand 600.000 Euro betragen. Was für viele an dieser Geschichte besonders schockierend ist, dass die Politik derart günstig zu haben ist. 600.000 Euro, haben die alle keine Selbstachtung? Ein FIFA-Funktionär hätte unter 6 Millionen kein zweites Mal das Telefon abgehoben. Übrigens bemerkenswert, Kylie wurde nur einen Tag nach der Hausdurchsuchung in Untersuchungshaft genommen und bis heute nicht entlassen. So läuft das nämlich in Brüssel. In Österreich hätte man dem betroffenen Politiker empfohlen, sich vielleicht eine kleine Auszeit zu nehmen, einmal ein paar Tage unterzutauchen, ne? Am besten in einer Therme, ne? Bevor man sich dann langsam zur ersten Stellungnahme aufraffen kann. Beim EU-Parlament geht man jetzt jedenfalls davon aus, dass der Fall noch weitere Kreise ziehen wird. Wie hat es dessen sichtlich geschockte Präsidentin ausgedrückt? I cannot predict where this will go.
Ich kann noch nicht sagen, wohin das führen wird, aber mein grundsätzliches Gefühl nach den ersten Untersuchungen ist, dass die Geschichte hier nicht enden wird. Übermorgen geht mit dem Finale Argentinien gegen Frankreich die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar zu Ende. Da ist es Zeit für Gute Nacht Österreich Bilanz zu ziehen, sowohl sportlich als auch politisch. Und dafür konnten wir einen Mann gewinnen, der nicht nur weiß, wo es bei dieser WM krankelt, sondern der auch der ewige Goleador ist. Schönen guten Abend, Hans Krankl. Ja, na, ob der oben schön wird, das werden wir noch sehen. Ich habe gespielt bei Barcelona, bei Rapid und auf der Playstation. Ja. Und jetzt sitze ich da bei Ihnen, Herr Klein. Mit Verlaub, mein Name ist Klient. Ja, nein, gut, Herr Krankl, Sie sind als ehrlicher Mensch bekannt. Also Hand aufs Herz, haben Sie die Weltmeisterschaft intensiv vor dem Bildschirm mitverfolgt oder doch eher boykottiert? Was heißt Herr Klein, ich habe vor dem ersten Eröffnungsspiel aller Spieler, habe ich schon betont und ich habe es auch verbal gesagt, wenn man wo Fußball spielen will, wo es nur Sand gibt, dann maximal am Strand von Cesolo. Da spielt die Bodewaschl regelmäßig in ein Schleudertrauma. Wissen Sie, was ich meine? Die spielen von 2 Quadratmeter Handtichel schwindelig. Die rehen mehr wie der Ronaldo und dann nehmen wir auch gemeinsam, wenn ich dort fertig bin. Dort spielt man am Sand. Aber da nicht in Katar, nicht besser. Weil wenn man dran denkt, wie diese Weltmeisterschaft zustande gekommen ist, da wird wirklich jedes Match zum Umschaltspiel. Ne? Aber ganz ehrlich, nach einer Viertelstunde bei der Barbara Kalich schon, da gefreist die direkt auf Südkorea gegen Ghana. Weil was die dort bei der Kalich oft diskutieren, das glaubt er ja in Südkorea Ghana. Nicht? Mich wundert ja eh, dass da Amnesty International nicht einmal eingreift, das gibt's ja nicht. Gut, nicht? Viele Nationen haben ja auch versucht, die Weltmeisterschaft für ihre Proteste im eigenen Land zu nutzen. Ja. So, zum Beispiel die Mannschaft des Iran vor ihrem ersten Gruppenspiel die Hymne nicht mitgesungen. Naja, das war einerseits eine tolle und natürlich sehr mutige Geste von den Iranern, aber andererseits haben schon mal probiert, die iranische Hymne zu singen, Herr Klein. Ich meine, ich verstehe da kein einziges Wort, um ehrlich zu sein. Und das und das und das, obwohl ich viele Hymnen gesungen habe. Ja, vor allem Lobeshymnen auf mich, aber natürlich auch auf meine Person und mir zuliebe, ist eh klar. Nicht? Und ich sage, egal ob Iran, Irak oder ihr Land, wurscht, eine Hymne hat gesungen zum Wehren. Oder es müssen zumindest die Lippen haben bewegt zum Wehren. Nicht? Wenn man textlich unsicher ist, kann man sein, ja, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 78, Stichwort Cordoba, glaube ich, ist ein Begriff. Nicht, da ist der Schneckerl schon nach Land der Berge, Land vom Strome, da ist er ausgestiegen und da hat er dann halt gesungen, Jingle Bells oder was. Nicht? Der Tormann, der Konziliafrill, der hat gesungen am Brunnen vor dem Tore. Da habe ich umgeschaut, denke mir, was ist? Das war ein Wahnsinn nochmal. Land am Strome heißt es aber. Auch dort, ja, wie auch immer. Auch gesungen, ja. Das Stichwort Cordoba ist gefallen, er führt uns direkt nach Deutschland. Was sagen denn Sie zum erneut frühen Ausscheiden unseres großen Bruders bei einer WM? Ich sage es, wie es ist und wo. Nach dem Schlusspfiff bin ich gestoppte 8 3/4 Stunden auf meinem Barcelona-Teppich vor meinem Fernseher gelegen und habe gelacht, Tränen. Inklusive 12 Minuten Nachlachzeit. Nicht? Ich habe ein Hallenbad vollgerät verlochen, aber gut. Ja, warum sind die Deutschen geschieden aus? Das ist einfach zu beantworten. Die haben die Hosen voll gehabt, bis auf zum Gürtel. Da war nichts, da war kein Teamgeist. Das war das Einzige, was die gemeinsam zusammengebracht haben, das war beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund zu halten. Und dann haben sie gespielt, wie wenn sie sich die Augen zugehalten hätten. Die One-Love-Binden hätten sie nicht verdient gehabt, sondern eine gelbe Schleife mit 3 schwarzen Punkten, so wie die gespielt haben. Ne? Zum Glück ist die nächste Euro in Deutschland. Da müssen sie nicht heimfahren, weil da sind sie dann eh schon dort. Ne? Das Sensationsteam dieser WM ist aber wohl Marokko, die haben immerhin Beispiel Portugal oder davor Spanien aus dem Turnier geworfen. Ja, das, Hans, ich habe in meiner Prognose, in der Analyse meiner Prognose, habe ich ganz klar gesagt, Marokko musst du auf der Rechnung haben. Portugal, Spanien, die haben sich in die Irre führen lassen. Die haben geglaubt, nur weil die Hauptstadt von Marokko Rabat heißt, kriegen sie einen Nachlass. Aber das haben sie bitter bezahlt. Und zwar in Bar, also in Marrakesch. Argentinien gegen Frankreich lautet jetzt das Traumfinale. Wer wird Weltmeister? Naja, Argentinien kann Weltmeister werden, wenn sie als Mannschaft aufgeräumt auftreten. Aber das wird nicht einfach, weil wie soll das gehen, wenn man einen Messi in der Mannschaft hat? Nicht? Also mein Tipp ist klar, 1-1 für Argentinien, außer Frankreich, schießt kein Tor und gewinnt. Dann gibt es noch einen Elferschießen, eine Verlängerung, wo alles möglich sein kann. Natürlich auch ein Remis.
Soweit also die exklusive WM-Analyse für Gute Nacht Österreich. Vielen Dank an Hans Krankl, oder besser gesagt an Alex Christan. Advent ist auch auf Social Media Trend. Ob Adventkranz, Nikolausbesuch oder Christbaumschmuck, unsere Politikerinnen und Politiker posten fleißig. Zum Beispiel Johanna Mikl-Leitner. Schauen Sie, was die niederösterreichische Landeshauptfrau am ersten Advent online gestellt hat. Ein schönes Bild mit ihrem Bischof. Aber ich habe mir dann beim näheren Betrachten gedacht, dass Mikl-Leitner sich im letzten Jahr eigentlich kaum verändert hat. Und dann ist mir eingefallen, das Foto kenne ich doch. Und zwar vom ersten Advent 2021. Ich meine, wenn schon bei den Klimazielen nichts weitergeht, recycelt immerhin die niederösterreichische Landeshauptfrau ihre Adventfotos. Es gibt aber auch brandneue Postings auf Social Media. Mehr dazu jetzt in unserer beliebten Rubrik. Insta-Politics. Bisher war ja Karl Nehammer nicht als Zündler bekannt, aber das Foto beweist das Gegenteil. Was denkt sich Karl Nehammer gerade? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann stehen Neuwahlen vor der Tür. Hier im Bild zu sehen sind Engel und Bengel aus dem Burgenland. Und Hans-Peter Doskozil beweist mit seinem Adventkranz das, was ihn auch in der Politik auszeichnet: Stilsicherheit. Auf der einen Seite eine Person mit antiken Lebensansichten, auf der anderen Seite der Nikolaus. Nein. Claudia Plackholm freut sich einfach für die gesamte junge ÖVP, dass man so schnell einen Ersatz für den Heiland gefunden hat. Hier sehen wir Bertel Meindl-Reisinger, den Schutzpatron der Neos. Nein, bei Beate Meindl-Reisinger stellt sich aber natürlich schon die Frage, warum verkleidet sich eine starke junge Frau als alter weißer Mann? Ein Männlein steht im Walde. Das ist Norbert Totschnig. Man kann ja sein, dass Sie ihn nicht gleich erkannt haben. Selbst die Tanne neben unserem Landwirtschaftsminister fragt sich nämlich schon die längste Zeit, wer ist eigentlich der Typ, der mir seit 20 Minuten das Zweiglein hält? Christbaum sucht Kugel, gefunden, bei Arbeitsminister Martin Kocher. Bei diesem Foto kann man wirklich nach beiden Seiten sagen, früher war mehr Lametta. Das war Insta-Politics. Jeder Politiker für sich ist ja friedlich gestimmt, aber kaum treffen sie aufeinander, ist es vorbei mit der Adventsstimmung. Daher habe ich mir gedacht, ich gehe zur letzten Nationalratssitzung des heurigen Jahres, um ein bisschen Weihnachtsfrieden zu bringen. Und auch das ein oder andere Präsent, nachdem sich ja die Politiker selber das ganze Jahr hindurch nichts geschenkt haben. Ich melde mich heute vom festlich geschmückten Christbaum des österreichischen Parlaments, habe mich extra als Christkindlein verkleidet, denn vorm Christkindlein läuft keiner davon. Mal schauen, ob das stimmt. Frau Plackholm, guten Morgen, das Christkind ist gekommen. Frau Plackholm, wollen Sie kein Geschenk haben vielleicht vom Christkindlein? Ganz kurz, hä? Das ist das erste Mal, dass die ÖVP keine Geschenke nimmt. Bleibst du, sie ist einfach freundlich, hm? Ja, das wäre doch mal was. Darf ich Ihnen kurz ein Weihnachtsgeschenk anbieten? Ha? Lieber nicht. Sind Sie zu lieb, Herr Stocker. Nur ein Weihnachtsgeschenk. Das Christkindlein bringt den Frieden. Ich bin gekommen, um als Christkind den Weihnachtsfrieden zu bringen in dieses Haus. Das ist, glaube ich, notwendig. Das ist ein frommer Wunsch. Glauben Sie, es wird der ÖVP bald ein neuer Heiland geboren? Reden wir am 24.12. drüber, schauen wir in die Krippe, was drinnen liegt. Ach so, Sie wollen den echten nehmen, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, wir brauchen keinen Heiland. Ach so, okay. Ja. Seit wann ist das die Meinung in der ÖVP? Oh. Woran glauben Sie denn eher, an das Christkind oder daran, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem hat? Ich glaube beides natürlich aus voller Überzeugung. Ja. Was sollte ich bitte sonst glauben? Ja. Bei den Weihnachtskeksen, was haben Sie denn da lieber? Diese halbmondförmigen Vanillekipferl oder diese Schoko-Arabesken? Wollen Sie das wirklich wissen von mir? Gerne, ja. Beides. Ich nehme beide. Wirklich, ich bin ein Süßer. Nein, ich glaube, Friseur,
Kontakte haben wir austauscht, wir haben denselben Friseur. Sind Sie nicht zufrieden mit meiner Frisur? Ne? Ich bin sehr zufrieden mit meiner Frisur. Ja, das finde ich toll, aber mir gefällt meine auch nicht so schlecht. Mir gefällt es auch sehr gut heute. Also ich habe umgestellt auf Haarseife. Und das war, finde ich, der beste Fortschritt, den ich gehabt habe. Nicht nur, dass weniger Verpackung und weniger klumpert ist, auch die Haare haben sich dann wesentlich besser angefühlt. Ja, ich finde Ihre Haare so schön. Ja, gefallen Sie, ne? Ja, sehr schön. Ja, ich gebe Ihnen einen Schneider. Ein Lockerlab. Ein Lockerlab, danke, ja, das macht mir ganz verlegen. Sie merken es Sie merken es. Jetzt ist es ja so, Jesus Christus, glauben Sie, dass er geboren worden ist zu Weihnachten? Na, selbstverständlich, wir sind ja alle christlich geprägt. Ne? Aber wie kann das sein, dass das Christkind zu uns nach Österreich gekommen ist? Früher, man hat das überhaupt eine gültige Aufenthaltsgenehmigung? Ja, das ist eine spannende Geschichte, aber ich glaube, das ist jetzt so lange her, das kann man nicht mehr aufklären. Ich gehe davon aus, dass die sicher ein Visum gekriegt haben damals. Ja, das ist sicher lange ausgelaufen, oder? Raus mit dem Christkind. Nein, wir werden das Christkind schon da lassen, wo es ist. Gibt es eigentlich im Parlament auch ein Krippenspiel? Und wenn ja, wer spielt den Esel und wer spielt den Ochsen? Wer spielt den Esel, wer den Ochsen? Werde ich jetzt verklagt, wenn ich das beantworte? Man kann sich nicht verklagen als Abgeordnete. Naja, wir sind noch nicht in der Sitzung, also man kann unter Umständen. Hören Sie lieber zu Weihnachten Weihnachtslieder oder Zwischenrufe aus dem Burgenland? Beides mit derselben Gleichmütigkeit. It's the season, love and understanding. Merry Christmas. Schauen Sie, ich habe da für Sie. Das ist, glaube ich, für eine ÖVP-Lerin super. Ein abhörsicheres Handy. Das ist wunderschön, danke. Ihre Geschenke, glaube ich, zieht niemand freiwillig, oder? Das sind lauter schöne Sachen, ja. Dann gebe ich Ihnen einfach was. Ich habe hier einen Norbeer für Sie. Einen Norbeer? Ja, einen blauen Norbeer. Wollen Sie ihn haben? Weihnachtsfreude. Freue ich dich eigentlich nicht. Was haben Sie gekriegt? Oh, König, ja. Zeigen Sie mir die Kamera, bitte schön. Ja, ich habe einen grünen Kugelschreiber für die FPÖ. Da haben Sie eine große Falte. Ich glaube, der schreibt nicht mehr. Ein Luftballon können Sie mit heißer Luft von der SPÖ füllen. Kann es auch nicht finden. Was passt denn sehr gut zu Ihnen? Ich glaube, das ist super. Und zwar haben wir da ein paar Buntstifte. Ne? Da können Sie sich eine eigene Umfrage basteln. Danke vielmals. Ich werde es meiner Tochter mitbringen und schauen, was sie für eine Umfrage zusammenbringt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. So, jetzt bum, bum, bum. Muss ich kurz sagen. Grünen sind alles Atheisten. Auf die Erde Sie werden lachen, es wird ernst. Ja, ich bin jetzt durch mit den Geschenken für heuer. Mir einfach alles ins Studio liefern lassen. Und damit liege sogar ich einmal wirklich im Trend. Denn nicht nur bei mir tummeln sich die Kartons, allein letztes Jahr haben die österreichischen Haushalte insgesamt 180 Millionen Pakete entgegengenommen. Tendenz steigend. Satte 30% mehr als im Jahr davor. Also wobei entgegengenommen vielleicht das falsche Wort ist. Zunächst bekommt man die Pakete ja ganz gerne im handlichen Format to go, weil der Zusteller die Türklinke ausgerechnet mit seinem blinden Fleck im Auge gesucht hat. Bestellt habe ich das alles bei einem der üblichen Versandriesen, die es dann ruckzuck geliefert haben. Ja, denn bei den Versandriesen geht gerade richtig die Post ab. Hätte man sich zu Beginn der Digitalisierung ja auch nicht gedacht. Damals ist man fix davon ausgegangen, dass die Post bald überhaupt niemandem abgeht, sondern sie bei Zeiten einfach eingehen wird. Aber nichts da. Denn selbst wenn Sie Ihren letzten Brief noch mit Schilling bezahlt haben, bei Paketen boomt das Postgeschäft. Erst recht durch die Digitalisierung und den Onlinehandel. Na klar, man, bei diesen Umsätzen im Schnitt gibt jeder von uns pro Jahr 1.830 Euro aus im sogenannten Distanzhandel, also dem Einkauf, bei dem man sich nicht einmal die Schuhbandeln zubinden können muss. Und da ist die Post beim Versand eben immer noch Marktführer, gefolgt von Amazon. Dort wiederum wird am meisten eingekauft, was zugleich heißt, sehr viel Geld geht raus aus Österreich, denn mehr als jeder Zweite bestellt im Ausland. Amazon und Co. machen bei uns 4,4 Milliarden Euro Umsatz und zahlen auf ihren Gewinn aber keinen einzigen Cent Steuer.
Ja, der Gewinn geht leider vorbei an unseren schönen Bergen, Tälern und Staatskassen. Schämen Sie sich. Kaufen Sie doch gefälligst bei einem heimischen Online-Giganten ein. Was, gibt es da keinen? Doch, oder genauer gesagt hat es gegeben. Das Kaufhaus Österreich. Ja, das war schon die Pointe. Eine gute Idee, schlecht umgesetzt und letztlich von uns gegangen. Und zwar diesmal wirklich, denn das war digitaler Müll. Dann lieber analogen Müll. So wie meine Backerl. Aber mit denen lieg ich wieder im Trend. Jeder Österreicher verbraucht im Schnitt allein für Verpackungsmaterial 87 Kilo Papier pro Jahr. 87 Kilo oder wie ich gern sage, Wunschgewicht. Das wahre Problem sind dann aber die Retoursendungen. Sie kennen das, die Hose passt wie angegossen, aber ja, sie gefällt einem irgendwie nicht. Oder man bestellt sich, wie für die heutige Sendung, ja, ich habe mir selber auch was gekauft, ein paar Krawatten. Man sucht sich die schönste aus und schickt den Rest. Was ist da die schönste? Ich glaube, die da. Ja, die ist herrlich. Herrlich. Gefällt es Ihnen? Ja. Den nehmen wir. Wunderschön. Und den Rest schickt man dann einfach wieder retour mit der Post. Ne? Rund ein Drittel aller Pakete geht zurück zum Händler. Denn deutlich mehr als ein Drittel der Käufer sendet zumindest einen Artikel aus der Bestellung wieder retour. Nur, was passiert dann damit? Geht doch sicher alles wieder in den Verkauf, ne? Nein, die Retouren werden massenhaft vernichtet. Destroy! Und warum? Weil die Kleidung, bis sie einmal zurückgesendet worden ist, schon wieder aus der Mode ist. Aber bitte, das kann doch nicht sein! Gerade in Österreich gilt doch bei der Kleiderauswahl das beliebte Motto modern, aber zeitlos. Greenpeace vermutet, dass vor allem bei den großen internationalen Online-Händlern ein Teil der Retourware vernichtet wird, darunter hauptsächlich Kleidung, aber auch vieles andere wie neuwertige elektronische Geräte, weil Entsorgen oft billiger ist als kontrollieren, lagern, neu versenden. Na gut, das Schreddern von Datenträgern hat in Österreich natürlich Tradition. Machen tun das also viele Händler. Bei Amazon ist es aber belegt, sogar mehrmals. Seit 2018 decken Investigativjournalisten aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland die Vernichtung von Waren auf. Und das jüngste Beispiel aus Deutschland zeigt, es passiert nach wie vor. Klar. Solche Vorwürfe lässt Amazon nicht auf sich sitzen, ändert umgehend seine Haltung. Die Vernichtungsware wird mittlerweile umbenannt. Man spricht heute nicht mehr von Destroy-Paletten, ja, die haben früher tatsächlich so geheißen. Nein, heute heißt es Remove-Paletten. Außerdem betont Amazon, es wird nur weniger als 1% der eigenen Waren vernichtet. Der Rest seien alle die bösen Drittanbieter, die sich trotz zahlreicher Programme oft immer noch für die Mülltonne entscheiden. Wir waren das nicht, Ehrenwort. Okay, aber wie wäre es dann damit, dass Amazon seine mächtige Marktposition dazu nutzt, um einen nachhaltigen Umgang abseits der Wegwerfkultur durchzusetzen? Gut, aber ja, dieser Gedanke ist offensichtlich auf einer der hausinternen Remove-Paletten gelandet. 2020 wurden im Bereich Kleidung und Elektronik von sämtlichen Online-Giganten geschätzt rund 1,4 Millionen österreichische Retourpakete entsorgt. Aber das ist noch lang nicht alles, denn es wird auch massenhaft Neuware vernichtet. So sollen 2021 in Österreich Kleidung und Schuhe im Wert von rund 155 Millionen Euro nicht verkauft und letztendlich vernichtet worden sein. 155 Millionen Euro oder, wie René Benko sagt, Steuernachlass. Aber ist Österreich hier eine Ausnahme? Die Vernichtung von Textilien passiert überall. Wir produzieren einfach so viel, dass wir das gar nicht alles tragen können. Ich glaube, da braucht es ein Gesetz, das diesen ökologischen Wahnsinn verbietet. Und ein solches ist jetzt sogar in Arbeit. Die Ausgestaltung aber noch recht vage. Hilft da vielleicht ein Blick nach Deutschland? Jein, dort gibt es zwar genau dafür das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz, nur ist dessen Umsetzung noch zahnlos, denn bei Verstößen gibt es keine Strafen. Und
Das Problem, dass immer mehr und viel zu viel zurückgeschickt wird, würde ein solches Gesetz auch nicht lösen. Da sollten wir dann eher auf Eigenverantwortung setzen. Ich meine, wie wäre es daher mit einem, weiß ich nicht, Offline-Spin-Off eines Online-Shops? Ja, also so eine Art fixem Raum, wo zum Beispiel die gängigsten Krawattenmodelle dauerhaft vorrätig sind. Ja, Menschen können vorbeikommen, sich eine aussuchen und dann kaufen. Zurücksenden braucht man nicht, weil ja, man hat sich eh die Krawatte ausgesucht, die man so gern haben möchte. Also wie? Diesen Offline-Spin-Off eines Online-Shops gibt es schon? Was? Der heißt Geschäft? Aha. Na gut, ja, dann würde ich sagen, einfach ruhig auch mal wieder ab ins Geschäft. Das war's auch schon wieder für heute und für dieses Jahr. Obwohl heute, in 2 Wochen, gibt's zur üblichen Sendezeit noch einmal Gelegenheit für ein Wiedersehen im alten Jahr. Am 30. Dezember läuft nämlich der große Gute-Nacht-Österreich-Jahresrückblick mit den besten Reportagen dazu, bisher ungesendete Interviews und Anekdoten von den Dreharbeiten. Ich darf Ihnen schon heute frohe Weihnachten wünschen und natürlich, wie immer, Gute Nacht, Österreich.